Damit herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich bin's, euer AC Productions, oder ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Und heute nehmen wir den zweiten Auftrag an, oder nein, schon der dritte. Stimmt, das ist der dritte? Wen nehmen wir denn? Bitte räumen Sie die Garage auf. Komm, räumen die Garage auf. Und die Mission kenne ich immer noch. Die habe ich früher auch gespielt. Ich habe bis einen gewissen Grad gespielt. Ich denke, bis ich meine eigene Wohnung hatte, ich noch gar nicht gekauft. Nee, habe ich auch noch nicht gekauft. Unser eigenes Haus oder so. Okay. Los geht's. Ich weiß jetzt leider nicht, ob die Folge euch bei euch angekommen ist. Ich denke, weiß nicht, ich denke nicht. Bei mir läuft das halt nur auf dem Channel GTA meistens. Okay, das sollen die neuen sein, okay. Okay. Also sehen fast gleich aus, die alten Räder sind nur ein bisschen beschmutzt. Das muss man genau aufpassen. Okay, das ist alles Müll. Ja, Leute, die Mission geht schnell, weil ich die Mission kenne. Es gibt auch größere Missionen, wo ich auch malen muss. Das wird ein bisschen länger dauern. Das werde ich auch, glaube ich, drinnen lassen. Mal gucken, vielleicht ein Timelapse, wenn es zu lange dahauert. Mal gucken, Leute, mal gucken. Fahrräder erstmal hinstellen. Dann kann das die Garage nicht selbst aufräumen oder so. Vielleicht hat er auch keine Zeit. Ja. Ich brauche, siehst du, ich habe jetzt, glaube ich, mehr Umgebung auch wegzumachen. So. Lass mal lüften. Mach mal auf. So. Hier ist aber. Okay. Fahrräder kurz wegpacken. Wo die standen. Okay, hier kann ich drehen. So. Dann kannst du stehen bleiben. Ab dem Mischmob. Eben auch hier. Die Reifenspuren, wie er reingerast ist. Also die Reifen durchgedreht sind. Hier ist es schon viel hier gewesen. Hier die Box auch beschmutzt. Der Tisch komplett beschmutzt. Das Werkzeug dürfen wir auch nicht umstellen, sonst wir auch Minus bekommen, weil der Mann das nicht mag. Mann, okay, auf Fenster rein. Können wir jetzt zum ersten Mal hier machen? Okay, ein bisschen. Kommen wir schon Fensterreiniger. Haben wir es geschafft. Hui. Macht schon Bock, aber ist schwer zu steuern mit der Maus. Boah, wie schnell sind wir? Alles fertig schon gemacht, Alter. Krass. Ich sagen, nächster Auftrag ist in. Oh, wir haben 400 Euro bekommen. Hätte ich auch gemacht, gerne. In Real Life. Klar, hatte jeder gemacht. 400 Euro sind Garage kurz aufräumen. Das ist halt ein Spiel. Und ich habe mir auch das kostenlose DLC, ja, dieses Überleben, Trapping und sowas. Atom, Katastrophen, DLC, keine Ahnung, wie es heißt, aber ist schon cool. Vorbereitung für ein neues Familienmitglied, also für ein Baby. Komm, machen wir mal. Komm, räumen wir alles auf und machen wir mal die Familie glücklich. Und müssen sogar streichen. Nice. Hast du sich ein neues Haus gekauft und traut sich nicht mehr rein, ne? Hier haben wir viel zu tun, Leute. Erstmal alles Müll wegschmeißen, so können wir schön durch mit dem Mob durchgehen. Oder was? Oh. Nee, da war nichts, okay. Okay, auch alles versifft und hier, okay, hier ist auch noch mehr Dreck. Es gibt auch keine Kakerlakennester und so, das weiß ich auch noch. Die waren irgendwie echt eklig aus. Lol, es war ein Bug, okay. Nee, diesen Zimmer mache ich noch nicht, okay. Kann man auf dem E-Map auch sehen, was ganz im Müll noch liegt. Okay, abfangen wir hier an mit dem Mischmob. So. Ich muss auch freischalten, dass man auf dem E-Map was sieht, Alter. Sonst vergesse ich hier was. Das wäre auch nicht so cool. So. Ja, Leute. Jedenfalls sind wir noch ein ganzes Mal weg. Habt ihr was? Ein paar Themen könnt ihr in die Kommentare schreiben, wo ich hier ein bisschen gerne quatschen kann. Aber viele von euch, sie wollen auch GTA sehen können oder sogar, Leute. Ich denke, wann das rauskommt, weiß ich nicht, wenn diese Folge rauskommt.
Aber ich werde auf jeden Fall noch heute oder morgen Johannes noch ein bisschen Landschaftsmonate aufnehmen. Das muss weitergeführt werden. Und auf jeden Fall noch. Ja, Landschaftsmonate wollte ich weiter fortführen. Und der Hausflipper. Wenn zwei Projekte umgeht, ja, kommt am Freitag auch ein Livestream. So, keine Sorge, da kommt auch ein. Ah, das Video muss ich noch machen, wo es Unlock All. Wo man einen Unlock All gewinnen kann. Vielleicht ist das Video noch online, wenn ihr das seht. Und dann könnt ihr immer noch mal gerne vorbeischauen. Ich werde ein Video sehen, wo ich halt einen Unlock All, wo ihr euch anmelden könnt. Okay. Der Müll ist weg. Reinigung. Beschmutzung ist noch 83%. Wo bitte? Ah, das Fenster reinigen. Okay. Oder Fensterbank. Okay. Habe ich im ersten Blick nicht gesehen. Zack. Das Spiel läuft echt flüssig, Alter, auf echt hohen Grafikeinstellungen. Wo ist das Teilstück? Okay, ist weg. Hier auch nochmal. Fenster reinigen haben wir hoffentlich 100%. Das Spiel hat sich echt verbessert und ich freue mich, wie gesagt, auf diesen Garten-DLC, werde ich auf jeden Fall zocken. Das wird echt nice, Leute. Hallo? Hä? Okay. Und 100%. Hier muss ich streichen, das in den Farben Pastellrosa. Oder Pastell, ja. Rosen, Pastellrosen. 5 Gegenstände Kinder. Okay, hier ist das Kinderzimmer. Okay, haben wir schon gereinigt. Erstmal muss das ganze Haus gereinigt werden, Leute. Okay, habe ich auch schon gemacht, ne? Aber nicht alle Türen. Ja. Okay, hier müssen wir nur reinigen, okay. Machen wohl die Eltern hier ihre eigene Sachen hier rein. So, die ganzen Möbel und sowas. Ja, ich habe Möbel schon stehen, aber nicht. Ja, die sind schon direkt bestimmt von dem Vormieter oder so. Aber man kann ja, ja gucken. Ja, okay, das Bett ist auch schon dreckig. Ich hoffe, dass keine Blutspuren unterm Bett sind. Da will ich nicht wissen, was passiert ist. So. 35% stehen, sie müssen auch die Fensterbänke reinigen. Und die Fenster. Dieses Gerät ist cool, man kann auch hier auch upgraden mit der Fensterreinigung. Also, die noch viel besser und viel größer und viel schneller, glaube ich, sein. So, reinigen wir das Fenster auch nochmal. Hallo? So. Reinigen wir mal. Ja, hier alles für dich. Nice. Oh, Badezimmer. Ist nicht. Ja, ist schon hier. Harte Flecken hier. Okay, das könnte Blut gewesen sein. Wissen Sie nicht? Ich denke nicht, aber. Ich will auch einen Spiegel, ne? Aber hier fehlt echt ein Spiegel im Badezimmer. Geht das mal auch weg? Hallo? Geh's mal bitte weg. Okay, ist weg. Ein hartnäckiger Fleck. Gucken wir überall nach oben nochmal nach. Fenster noch reinigen, komm. Machen wir ja schnell. Nee, macht echt Bock, Fenster, sage ich euch. Das macht echt Laune. Fenster zu reinigen, Leute. Macht echt Laune. Ich wollte eigentlich privat spielen, aber ja, ich bin ach, warum machst du kein Let's Play? Was ist das für ein Singleplayer-Spiel, wo keiner aus dem Sack geht? Hier ist irgendwo noch ein Fleck. Wo soll bitte schön der Fleck sein? Ah, ist jetzt weg. Okay. Hier war ich gerade. Oh, Küche und Wohnzimmer. Okay. Verlangen Sie noch, ich muss hier einen Fernseher kaufen oder so, ne? Ja, wäre schon. Wäre schon kritisch, aber es ist okay. Oh, hier ist ein Fleck, ich sehe den. Okay, soll weg sein.
Machen wir schnell das Fenster hier, wobei ich schon hier sind. Und es wird auch nachts hier im Game, also passiert auch. So. Hallo, ich habe Fenster komplett gereinigt. So. Ja, wir haben schon ein bisschen Geld, wir haben schon fast 30, wir haben glaube ich 30.000 Euro. Aber wir brauchen echt mehr für unser eigenes Haus. Ich denke, wir kaufen uns ein großes Haus. Mal gucken, wie viel wir einnehmen hier über die Jobs. Und ob die Jobs, die sind ja verschieden, die Jobs. Man kann auch verschiedene Jobs machen. Und sind echt lustige Jobs. Und auch skurrile Jobs mit Aufträgen, wo man nicht weiß, was hat der Typ denn vorhin gemacht hier oder so, wisst ihr? Hier zum Beispiel auch. Warum ist das voll verdreckt, Alter? Das ist aber ein cooles Spiel. Muss man sagen. Wer sich auch holen will, unten in der Beschreibung ist ein Link. Das ist Steam-Link, Direkt-Link. Könnt ihr direkt darüber Steam kaufen. Das ist aktuell für 17 Euro. Oder 16 Euro irgendwas. Echt nicht viel. Leute, ist echt nicht viel Euro. Also echt nicht viel Geld. So. Haben wir, okay, haben wir auch komplett alles. Okay. Jetzt kommt das Schlimmste, Leute. Hey, einige Beschmutzung, hä? Habe ich nicht. In diesem Raum habe ich nicht alles, okay? Okay, die. Okay, jetzt habe ich alles. Ja, okay, nice. Okay, wir müssen das Kinderzimmer streichen und wir müssen noch 5 Gegenstände für ein Kinderzimmer reinstellen. Aber fragen wir mal, verbessern wir mal Schnelligkeit. So. Und dann machen wir, kaufen wir uns Farbe. Welche Farbe willst du haben? Pastell Rosin. Pastell Rosin, okay. Farbe. Ah, hier, Pastell Rosin. Jetzt kaufen. Wir haben hier ein Hammer. Da können wir Sachen verkaufen, damit ich weiß. So, das geht's. Streichen wir mal. Ah, wir können noch einen streichen. Ich habe schon gespielt, wo ich zwei Gäste nicht streichen kann. Also diesen Pinsel abgegradet habe. Deswegen ist da bei mir immer so komisch, dass ich immer so rübergehe. Aber ich denke, wir brauchen mehrere Dosen. Zwei, denke ich. Jetzt kann ich lasse die das innere vom Fenster erstmal weiß. Und mal gucken, ob die das auch haben wollen, Rosa. Mal gucken, was sie dazu sagen. Den Schrank zur Seite stellen. So. Machen wir weiter. Oben nicht vergessen. Alter, oben. So, erstmal noch nachfüllen. Ist fast leer. Aber mir auch gefallen, ist irgendwie cooler geworden, das Ganze. Irgendwie alles runter. Ein bisschen so freundlicher, sagen wir mal auch besser. Die Qualität und so. Hat sich echt gesteigert. Das Spiel. Wie gesagt, ich sag immer, wie gesagt, natürlich, aber vielleicht wusstet ihr das nicht, aber bald kommt ein Garten DLC raus. Man kann jetzt hier ein Tablet sehen, hier. Garten DLC kommt bald, ist bald verfügbar, das hole ich mir auf jeden Fall. Egal, wenn es auch 10 Euro kostet, hole ich mir das auch einfach, weil das ist echt cool. Gartenaufträge und so, das wäre ein echt nice Spiel raus. Und das werde ich auf jeden Fall alles jetzt playen. Auch hier die ganzen Sachen, die ich jetzt auch jetzt playe. Ich überlege mir, soll ich das jeden Tag eine Folge aus? Ich weiß nicht. Guckt ja nicht, weil ich habe noch LS19. Also ich glaube, hoffentlich könnte es vielleicht machen. LS19, Hauslipper, LS19, Hauslipper. Also okay, könnte ich mir vorstellen. Dann muss ich aber morgen schon LS19 aufnehmen mit Johannes. Ja, mache ich dann am besten auch. Morgen hätte ich Zeit. Dann frage ich mal Johannes, ob er morgen Zeit hat. Hat er bestimmt und dann werde ich auf jeden Fall mit ihnen mitzocken. Wie gesagt, ich. Oh, mein Lieblingswort ist, wie gesagt, naja. Da benutze ich halt öfters, weil ich mich so öfters wiederhole manchmal, weil ich halt noch keine Themen habe, zum Beispiel zum Reden. Ihr müsst mir mal in den Kommentaren schreiben, was für ein Thema ich reden soll. Ob ich vielleicht das YouTube-Einnahmen, so kann ich zum Beispiel auch reden. Zum Beispiel können wir ein, oh, soll ich das auf die nächste Folge aufheben? Kann ich wirklich machen, auf die nächste Folge vielleicht über YouTube-Einnahmen reden. Wie viel ich mal damals verdient habe.
Kann ich auch offen ehrlich sagen, wie viel ich da verdient habe. Da wo ich noch ein YouTube-Partner war, wo man unter 1000 Euro und 1000 Abonnenten sich oh, verbessern. Nice. Dann schreibe ich jetzt mal, finde ich nicht attraktiv, machen wir mal. Du brauchst weniger Farbe, das ist mehr, besser für unser Geld. So. Nochmal Pastellrose. So, weiter geht's. Ja, wie gesagt, ich bin offen ehrlich, ich war dann damals YouTube-Partner auch unter 1000 Abonnenten. Da hatte ich auch ein erfolgreiches Video, glaube ich, 2016 war das, hochgeladen. Da, wo ich echt viel Klicks, fast 30.000 Klicks jetzt habe. Und damit habe ich, könnte ich nächste vielleicht Folge darüber quatschen, wie viel man damit so verdient oder wie viel ich damit verdient habe oder so, kann ich gerne quatschen. Und ja, ist halt das Problem, dass manchmal auch das Geld, mich ist eigentlich Geld nicht so wichtig wie ich bei Namen. Wenn ich zum Beispiel 1000 Abonnenten habe und mir echt gut läuft, würde ich auf jeden Fall auch Geld annehmen. Ja, aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich es versteuern soll. Brauche ich einen Steuerberater oder so, das muss ich dann auseinandersetzen und sowas. Das wird dann kritisch. Aber es wird auch laufen, ne? Wenn es möglich ist, finde ich es toll. Ich finde es echt cool, dass YouTube oder Twitch zum Beispiel die Plattform Leute, Streamer und YouTuber, zum Beispiel auch Videos, wie ich zum Beispiel jetzt mache, auch echt supportet und so. Und ich muss auch Tags einfügen und ja, muss sich auch selbst halt da reinfinden und gucken, auch was läuft, was nicht läuft. Bei mir läuft zum Beispiel GTA ganz gut auf dem Channel. Livestream komme ich echt viele Leute rein. Auch neue Leute, die ich eigentlich gar nicht kenne. Und so sind auch alte, zum Beispiel so erstmal so Zuschauerfreunde geworden. Auch ja, das wollen wir gerne quatschen. Denn das ist echt auch ein cooles Thema. Okay, die wollen das komplett haben. Komplettes Paket, okay. Auch die Innenfenster, okay. Okay. Innenseitiges Fenster, dann das kommt schon auch. So, nice. So. Eigentlich sollen wir jetzt weniger Farbe verbrauchen, denke ich. Das wird auch klappen. So, haben wir es? Nice. Dann machen wir das Ganze hier auch noch mal. Hey, auch hier. Jetzt 100%. Nice. Verkaufen wir mal die Farbe. Zack. Hallo? Spiel? Aber mein Spiel, es hängt gerade. Oh, Leute, das hat richtig einen. Keine Ahnung. War bestimmt ein Bug oder so. So, stellen wir den mal kurz zurück. Kinderbett wollen die jetzt mal haben, okay. Kinderbett. Kann ich die E-Mail lesen zufällig? Nee. Wo kann ich ein Kinderbett? Aber steht nicht welche Farbe oder so, ne? Ich habe auch irgendein Kinderbett. Aber es passt zu rosa auf jeden Fall auch verschiedene. Es gibt verschiedene Kinderbett. Dann können. Kinderbett. Machen wir weiß. Auch weiß. So. Habe ich gemacht, kauf komplett. Keine Ahnung. Kinderbett. Okay, hat geklappt. Kinderbett hat geklappt, okay. Ich kann kurz verschieben. Ja, unter dem Fenster. Ja, komm. Wird schon passen. So. Kann das kleines Baby hier nochmal an den Schicksal spielen. Okay, dann brauchen wir noch ein Regal. Kallax-Regal, okay. Geht aber schon jeder YouTuber. Ich habe keinen Kallax, also würde ich sagen, ich habe keinen. Kallax. Moment. Regal, okay. Wer ist das hier? Regal Kall. Interessant. Regal
Kerl hier. Haben wir das genau in weiß. So. Ja, es würde hier hinpassen. Die Ecke. So. Wechselkommode, alles klar. Ja, Wickel. Hier, Wickelkommode. Ja, weiß, dann kann man Tücher ändern. Nein, die Türen kann man ändern. Ah, hier. Komm, so wird's passen. Passt doch zu Lila und so. Kann die Kleine hier gewickelt werden. Oh, der Kleine, keine Ahnung. Aber Lila ist bestimmt ein Mädel. Ja, ich will nicht so sexistisch sein. Sorry dafür. Anforderung. Was brauchen wir jetzt? Anbringen. Sitzkissen, zwei Sitzkissen. Okay. Gut. Ja, passt auf hier. Ich habe glaube ich auf eine Tasche glaube ich gekauft, ne? Das geht aber, kann wirklich sein. So. Haben wir das Ganze geschafft, ne, Leute? Ganz einfach fertig. Da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch oben da. Und vergesst nicht zu abonnieren. Euer Aincraft oder AceBD. Tschüss.